Ja, immer wieder sonntags geht wieder los, hier aus dem Europapark in Rust. Und ich habe hier den Giovanni Zarella neben mir. Hechinger, Buongiorno, genau. Hechinger. Aber kannst du auch Schwäbisch? Ja, klar. Italo-Schwabe halt, ja, gell? So okay, ist es. Genau. Wir sind ja Hechinger, ne? Das ist ja also für diejenigen, die es nicht wissen, erstmal einen wunderschönen guten Tag natürlich. Das ist ja Schwäbische Alb, da ist die wundervolle Burg Hohenzollern. Wenn es dann die Leute immer noch nicht verstanden haben, sage ich immer, ja, in der Nähe von Tübingen. Und wenn auch Tübingen kein Begriff ist, was bei den meisten wirklich nicht so ist, dann kann man noch sagen, ein paar Kilometer von Stuttgart entfernt. Richtig. Dann aber spätestens klingelt es. Genau, wenn ich immer Reutlingen sage, da wo ich ja herkomme, wissen vielleicht auch nicht immer gleich viele einzuordnen, dann muss man immer sagen Metzingen. Das stimmt. Dann wegen dem Outlet wissen alle Bescheid. So ist es, genau, richtig. Also wir wohnen in einer tollen Gegend, muss man sagen. So, immer wieder sonntags. Du warst ja auch schon mal hier. Allerdings schon 16 Jahre zurück. Wow, du hast absolut recht. Ich war das letzte Mal hier tatsächlich vor 16 Jahren mit Brosis. So ist es. Und danach nie wieder, weil ich auch als Solokünstler dann bis 2010 noch Sachen gemacht habe, ja. Aber die waren einfach von der musikalischen Ausrichtung anders. Ja. Und ich wollte jetzt wieder einfach ein besonderes, ein schönes Album machen, und deswegen habe ich mir auch wirklich lange Zeit gelassen. Also ich habe das letzte Mal veröffentlicht, ein Album zwar 2011, und ich habe gesagt, wenn ich jetzt was Neues mache, dann soll es was sein, nicht irgendwie ein kurzer Trip mal was ausprobieren, sondern wirklich eine lange Reise, und ich hoffe, dass es auch eine wird. Ein paar Titel habe ich ja so mal schon ganz kurz angespielt, gehört. Es ist zum einen Wahnsinn. Ja. Oder von Roland Kaiser, ein, zwei Nummern, und das Ganze natürlich mit italienischen Texten. Wer haben die Texte dazu jetzt beigetragen? Genau, also es sind große deutsche Hits, vor allem jetzt aus dem Schlagerbereich, auf Italienisch gesungen. Und was ich da machen wollte, ich wollte meine beiden Wurzeln zusammenbringen. Ich bin, meine Eltern sind Italiener, ja, aus Neapel und aus Rom, aber ich bin in Deutschland geboren, und die beiden Wurzeln, die vereint sich auch in mir als Mensch. Ich habe ganz, ganz viele Dinge in mir, die ich sehr deutsch löse, und viele Dinge, die ich italienisch, wo ich ein bisschen den Schlendrian drin habe. Okay. Also ich habe da beide Seiten in mir, und ich mag es aber total gern, dass ich so bin und diese beiden Länder so vereint habe in mir. Und die Texte habe ich geschrieben mit Stefano Maggio, ist ein Songwriter aus Rom, der auch wirklich ein enger Freund ist. Das heißt, wir haben uns erstmal hingesetzt und ich habe mir erstmal alle Künstler angehört, die mir wirklich gefallen und deren Songs mir gefallen. Und dann haben wir erstmal durchgefiltert, und irgendwann hatten wir dann 20, 25 Songs. Damit bin ich nach Rom zu Stefan, und dann haben wir angefangen zu schreiben und haben geschaut, was wirklich toll klingt. Und dann haben wir natürlich wirklich Daumen gedrückt und waren am Beten, dass wir natürlich alle Freigaben erhalten, die wir wollten. Und vielen lieben Dank an die Künstler da draußen, Wolfgang Petri, Roland Kaiser und Maffei und Co. Die haben alle gleich zugestimmt. Das war wirklich, ich hatte wirklich ein, zwei Mal Tränen in den Augen, weil zum Beispiel Maffei gesagt hat, das ist die schönste Version von einem Song von ihm, die er jemals gehört hat, von So bist du, habe ich eine italienische Version, Così sei tu heißt die, und sowas zu hören von so einem wundervollen Künstler, von so einem verdienten letztendlich auch Künstler, das hat uns gezeigt, dass wir ganz viel richtig machen. Mhm. Toll, prima. Und das Album selber ist jetzt dann wann fertiggestellt, wann kommt es in Handel, wann können die Fans drauf warten? Ja, also fertig ist es noch nicht. Ich hoffe, dass es bald so weit ist. Ich werde langsam nervös schon. Also wir haben alle Songs eingesungen. Nee, stimmt nicht ganz. Also wir machen einen Song, müssen wir noch einsingen. Dann kommende Woche Dienstag bin ich nochmal im Studio. Das erzähle ich dir jetzt hier exklusiv. Und zwar mit Pietro Lombardi. Okay. Und wir machen ein Duett auf meinem Album, ein italienisch-deutsches Duett. Ich singe italienisch und der Pietro dann deutsch. Und Pietro ist einer meiner engsten Verbündeten schon seit Jahren. Und dann ist wirklich alles aufgenommen. Das heißt, dann zack, muss es abgemastert, gemischt werden, gemastert werden. Mhm. Das Artwork steht alles schon. Wir haben eine wundervolle Fanbox gemacht, die ist wirklich toll. Die hat wirklich ganz, ganz mega tolle Inhalte. Weil ich habe auch gesagt, egal was wir machen, egal ob ein Album oder eine Fanbox, ich möchte, dass die Sachen müssen ein Mehrwert für die Leute sein. Ich will nicht einfach nur irgendwas verkaufen, nur damit es weg ist. Ich will wirklich, dass die Leute sagen, wow, das hat sich wirklich gelohnt. Mhm. Und das gelingt uns gerade. Und am 19. Juli ist es dann soweit. Dann kommt La Vita è Bella, das Leben ist schön. La Vita è Bella. Si, si. Si, ja. La Vita è Bella. Ja. Also, da sind wir schon gespannt drauf. Und ich denke mal, mit den italienischen Texten gibt es ja ein ganz anderes Sommergefühl da nochmal hin. Es ist tatsächlich so, dass durch die italienische Sprache die Songs teilweise auch eine andere Leichtigkeit bekommen oder ein anderes Gefühl, oder dass man es erst gar nicht erkennt oder sich denkt, warte mal, die Melodie kenne ich doch, was ist denn das für ein Song? Und dann auf einmal merkt, das ist ja Wahnsinn von Wolfgang Petri. Und es gibt der ganzen Sache eine andere Farbe, ist total schön. Ja.
Richtig. Nee, also wie gesagt, da wünschen wir dir ganz, ganz viel Glück und dann geht eigentlich die Arbeit erst los und dann sind es wieder Promotion-Termine ohne Ende, oder? Du sagst es, du sagst es. Also wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Termine und Gott sei Dank bekomme ich ja dann Feedback auch. Also wenn man dann eine Platte veröffentlicht, dann hat man natürlich einen Radiopromoter, man hat eine TV-Promoterin, man hat einen Produktmanager, man hat also eine Pressesprecherin und man merkt dann auch so, man kriegt ja dann das Feedback und Gott sei Dank ist es so, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen da auch mit mir drüber sprechen wollen, dass ich zu vielen eingeladen werde und auch die Möglichkeit habe, letztendlich mein Album zu präsentieren, weil Musik machen ist schön, aber Musik machen ist vor allem schön für viele Menschen und deswegen möchte ich, dass viele da draußen hören, sehr was gut, ich mache. Und ich sag mal, dein Kollege Ross Anthony, der macht ja auch schon lange den Schlager, ja, den Partyschlager wieder, also jetzt seid ihr eigentlich da, wo wir uns eigentlich wieder finden, oder? Unfassbar, oder? Ja. Also bei Immer wieder Sonntags irgendwie haben wir noch 2003 letztes Mal hier gestanden und haben für Broses hier gesungen. Und schon bald stehen wir hier und machen dann beide Schlager. Ne? Und das ist und Ross sagt mir seit Jahren, Gio, du musst Schlager machen. Es ist ein perfektes Publikum für dich, wirklich. Diese Menschen sind wundervoll. Und Ross schwärmt so sehr wirklich von diesen Leuten und von dieser Branche. Und ich bin so aufgeregt, jetzt alle kennenzulernen. Weil ich denke mal, man kann es ganz klar sagen, in jungen Jahren, da hüpft man und tanzt man noch rum. Wir werden alle älter, ne? Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Ja, ich bin 41, ja. Mit dem Hüpfen und Tanzen. Also, ja doch, also ich sag mal so, die Shows, also ich hüpfe nicht mehr 90 Minuten durch. Genau, richtig. Aber ich habe noch schöne Bilder davon, von der Sendung von damals, wo ihr auf der Bühne gestanden habt. Ich blende es nachher nochmal mit ein. Wow. Und nach der Promotour, denke ich mal, wird man bestimmt dich auch mal mit Pietro Lombardi zusammen erleben können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Pietro ist ein enger Freund, gehört zu unserer Familie, den haben wir da gerne aufgenommen als kleinen Bruder und als letztendlich auch als Sohn für meine Eltern. Ich habe mit Pietro auch auf meinem Album auch ein wirklich tolles Duett, das wird noch aufgenommen jetzt die Tage und sicherlich wird das auch das ein oder andere Mal auf der Bühne geben. Da bist du natürlich herzlich eingeladen. Da freue ich mich schon drauf und nehme die Einladung dann gerne an, wenn es soweit ist. Genau. Dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute mit dem neuen Album und dass es so einschlägt, wie es du dir vorstellst und wünschst. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder. Bis dahin. Bis bald. Ciao. Ciao. Danke. Mach's gut.